Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Ethereal Gates Demo. So, wir sind jetzt hier im Avocate Forest angekommen und haben letztens ein paar neues Pokémon gefangen, nämlich Hanba, unser Winnie. Ich meine, guckt ihn euch an, der Name erklärt sich von selbst, oder? Richtig, richtig cool und wir werden mal hoffen, dass wir jetzt heute in dem Part endlich Weevil weiterentwickeln können. Ich musste ja, weil das Ding weggecrittet wurde, einfach nochmal ins Pokémon Center zurückrennen und wenn ich jetzt da oben einen Beleber finde, ne, dann weine ich. Okay, aber erstmal kommt ein wildes Pokémon. Das ist ein Hanba, okay. Level 3, da haben wir ja sogar noch ein relativ hochgeleveltes Hanba bekommen. Das kann Weevil dann aber, denke ich, alleine machen. Tackle. Hört auf, alle Heule einzusetzen. Boah, ist das nervig. Nee, das tue ich mir nicht an. Dann kann ich Da Vinci auch auf dem Weg noch ein bisschen trainieren. Das war nämlich auch, glaube ich, kurz davor, sich weiter zu leveln auf Level 9. Wenn ich mich nicht irre. Und jetzt geht es natürlich auf Furry Swipes. Alter, hast du mich predicted. Aber es geht daneben. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt Windstoß. Bam. Reicht doch raus. Perfekt. So, Weevil. Endlich Level 7. Und du reist leider nicht Level 9. Und es entwickelt sich nicht weiter. Schade. Ich habe so gehofft, dass ich Weevil Level 7 weiterentwickeln würde. Bin ja schon enttäuscht. Nein. Naja, egal. Ein Versuch war es wert. Dann, machen wir jetzt mit Winnie weiter. Denn Winnie muss auch ein bisschen trainieren. Ah, gegen einen Zetic auf Level 6. Joa. Probieren wir es mal aus. Vielleicht haben wir ja Glück und werden vergiftet. Dann kriegen wir unseren Guts Boost. Furry Swipes. Okay, so viel Schaden macht es dann leider doch nicht. Andererseits, wenn es dreimal trifft, ist okay. Poison-Sting und kein Gift, okay. Weiter geht's. Bam. Komm, triff dreimal, triff dreimal. Triff dreimal. Kann es sein, wenn die nächste Animation der Attacke kommt, dass das Pokémon ein bisschen mehr KP einfach während dieses Übergangs verliert? Das sieht nämlich so aus, wenn ihr mal genau darauf achtet. Muss man genau darauf achten, wenn ich das nachher nochmal einsetzen sollte. Aber erstmal kämpfen wir gegen die. Boah, meine Nase juckt, ey. So eine Scheiße. Egal. So, gegen Käfersammlerin Charlotte. Käfersammlerin habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist cool. So, go, Winnie. Spamme deine Furry Swipes. Bam. Winnie, ich glaube, Winnie wird ein relativ starkes Pokémon, wenn man es nur ordentlich trainiert. Oder wenn man es lang genug trainiert. Ich denke schon. So, jetzt bin ich natürlich schneller. Tackle macht nicht so besonders viel Schaden. Und wenn wir jetzt oft genug treffen, können wir das Ding schon rausnehmen. Treffen wir nur zweimal. Natürlich treffen wir nur zweimal. Wie viel Schaden macht Corvette? Ich weiß nicht mehr, was Corvette für ein Angriff ist, aber egal. Probieren wir es einfach mal aus. Bam. Es reicht auf jeden Fall. Das ist gut. Und wir sind auf Level 6. So, und jetzt... Was ist Hoochakoon? Was ist Hoochakoon? Was ist das? Könnte das die Weiterentwicklung von Weevil sein? Ich möchte es nicht ausschließen. Ich wollte mal eben gucken, was Covet überhaupt macht. Oh, das ist eine... Oh, das macht 60 Stärke. Dann benutze ich ab jetzt nur noch Covet. Da wollen wir noch auf weiter Furry Swipes zurückgreifen. Und du willst natürlich Härtner. Das ist blöd. Wow. Das könnte jetzt nämlich ein bisschen dauern, wenn du jetzt nur Härtner spamst. Du bist nur ein richtiges Saftcon. Zetic und... Oh, Crit. Ich weiß leider nicht, wie heißt Weevil überhaupt normal? Wie heißt das Pokémon? Muss ich nochmal eben gucken. Du heißt... Wörtwa. Genau, das sind so die Raupis und Hornlius des Spiels. Gehen wir weiter durch den Wald. Gucken uns mal ein bisschen um. Und das ist ein Superball. Können wir aber erst mit Surfer hin. Aber sollte man sich merken. So, go Winnie! Ich glaube, ich werde wirklich Winnie, also dafür werde ich Shorm wahrscheinlich irgendwann rausnehmen. Ich bin nicht so der Fan davon, Event-Pokémon mitzunehmen. Muss ich doch gestehen. Bam, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so mega besonderes Pokémon ist. Weiß ich nicht. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall mit Sicherheit nicht schlecht. Aber egal. So, Bamboos ist weg. Also Winnie, finde ich, ist gut. Das könnte ruhig ein festes Teammitglied werden. Leider ist es ja nur die Demo und die Demo geht ja nur bis zum zweiten Orden. Ich fände es aber ganz cool, wenn man sich den Spielstand für die Vollversion dann importieren könnte von der Demo. Also ich werde es nicht tun, weil ich werde dann mit dem Wasserstarter neu anfangen. Aber ich finde es ganz cool. So, Winnie. Covet.
Do it. Bam. Boah, das macht richtig gut Schaden. Ja, jetzt am besten noch das Gift triggern. Schade. Schade, da hat man schon Adrenalin und wird nicht einmal vergiftet. Das ist doch wirklich doof. Winnie kann gar nicht zeigen, was in ihm steckt. So, Magona. Ob wir jetzt vielleicht die Weiterentwicklung von Zetic sehen? Ja, das ist sie. Die kenne ich nämlich auch noch aus dem Stream. Sieht richtig komisch aus. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Aber es sieht bulkiger aus, als es eigentlich ist, wie es aussieht. Also, bam. Auf Wiedersehen, Magona. Aber ich frage mich, dass das eine Kokon-Pokémon gerade war auf Level 7. Warum hat sich unser Ding uns dann noch nicht weiterentwickelt? Unser Wirt war. Das finde ich doof. Und unfair. Alcohol Hacks. So. Gehen wir hier weiter lang. Aber hier geht's nicht weiter. Wir haben einen Gegengift gefunden. Das ist doch auch etwas. Ich hätte gern wieder mehr Schutz. Hallöchen, Zetic. Ah, ich werde jetzt hier mal nicht weiter trainieren. Ich könnte auch Weevil jetzt wieder nach vorne setzen. Ich muss aber sagen, doch, die Levelkurve ist ganz in Ordnung. Nur die Encounter-Rate finde ich halt ein bisschen krass. Weil, schon wieder. Schon wieder ein Pokémon, so ein gegnerisches Bird war. Ich glaube, ich werde Weevil mal eher noch in Trainerkämpfen trainieren. Ich glaube, das geht hier noch am besten damit. Ich bin gespannt, was hinterher, also ganz am Ende aus Weevil wird. Oh mein Gott, schon wieder der letzte Grasbüschel, ey. So überflüssig. Naja, egal. Ich bin gespannt. So. Tschüss, Zetic, und gehen wir weiter. Doch, gegen den habe ich gerade gekämpft, genau. Und jetzt gehen wir weiter nach links. Dum, 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 dum. Ah! Oh, was sind das da unten für... Habt ihr das gesehen, Leute? Da waren finstere Gestalten. Ob das das... ja, das kriminelle Team dieses Spiels ist. Oh mein Gott, ich konnte nicht flüchten. Wäre ich ja noch vergiftet? Natürlich nicht. Sehr gut. Ma, ich will flüchten. Ja gut, dann klatsche ich das Zetic halt weg. Go, Weevil, tackle! Bam, wieso kann ich nicht flüchten? Ich bin schneller. Oh, that crit. Ja, du hättest uns einfach gehen lassen sollen, Zetic, als du noch die Chance dazu hattest. Jetzt ist es zu spät. Okay, es ist ein Speedtime, nevermind. Und wir werden wieder nicht vergiftet und du hast zweimal hier eingesetzt und macht so wenig Schaden. Das ist traurig, mein Freund. Sehr, sehr traurig. So. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Du solltest ein bisschen vorsichtiger sein. Hey, was? You should have been more careful about where the boss said to look. Okay. Du hättest vielleicht gründlicher nachsehen sollen, wo der Boss es gesagt hat. Egal. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Ort. Ich sehe keine Ethereal Gates. Ich sehe überhaupt keine Tore hier. Aber der Boss sagte, wir sollen im Advocate Forest nachsehen. Wie zum Teufel konnte ich wissen, dass es zwei verschiedene Teile davon gibt? Es gibt zwei verschiedene Advocate Forests. Okay. Hey, du hast uns hier nicht gesehen. Du hast nichts gesehen. Ja, deswegen kämpfst du jetzt gegen uns, okay. Masked Stranger. Mit einem Opa-Baby. Was ist das? Holy shit! Was ist das? Das ist so ein richtig vergewaltigtes Opossum. Oder was auch immer. Es kann Biss. Oh mein Gott. Was ist das? Das macht Schaden. Holy crap. Okay. Ja, gehen wir mal in Winnie. Was ist das für ein Vieh? Guckt es euch an. Ist ja richtig gruselig. Okay, gehst weiter auf Biss. Du gehst weiter auf Biss. Ich nehme an, dass du ein Unlicht-Pokémon bist. Mann, ey. Immer diese Crits. Das ist ja richtig eklig. Robin, do your thing. Sollte Sean vielleicht nochmal benutzen. Aber ist mir jetzt gerade egal. So, Razor Leaf. Triff bitte. Danke. Zack. Das macht so wenig Schaden, Alter. Was ist das für ein Vieh? Das ist ja nicht mehr feierlich. Bam. Okay, beim nächsten Angriff ist es down. Dieses Viech hätten wir dann gleich auch mal langsam besiegt. Alter. Warum verlieren wir da ein Pokémon durch Crits? Das finde ich nicht cool. Naja. Wie kannst du so stark sein? Tja. Immer schön die Spinat aufessen. Was ist gerade passiert? Lass es mich versuchen. Oh, Mann. Könnt ihr euch nicht einfach verziehen? Nicht mit weiter. Und was hast du? Frubat. Okay, das sieht lustig aus. Das muss ich doch wirklich sagen. Go, Weevil. Dass ich hier aber nicht drin lassen werde, weil du kaum noch KP hast.
Sean, do your thing. So. Astonish, natürlich. Richtiges Zubat. So, wir gehen natürlich auf Tackle. Das ist einfach Zubat. Es kann Leech Life, Astonish. Es ist, wird wahrscheinlich hinterher auch zu einer X-Bat-ähnlichen Kreatur werden. Würde mich nicht wundern. Naja, das war auf jeden Fall mehr als leicht. Wer bist du? Hier gibt es auf jeden Fall nichts Wichtiges. Suchen wir den anderen Teil vom Avocat Forest. Aber wir müssen... Was? Wir müssen durch so viele Städte gehen. Es ist so weit weg. Was zum Teufel? Wieso muss man durch ganz viele Städte gehen, um in den nächsten Teil vom Avocat Forest zu kommen? Oh, nein. Ich wollte nicht unsere Trainerkarte aufrufen. Danke. Ich wollte... Ah, nee, das kann ich auch mit K machen, ne? Ja. Okay, wir sind jetzt hier unten. Wo muss man denn hin, um dann zum anderen Teil zu kommen? Na, egal, ich bin gespannt. Was gibt's denn hier unten? Können wir auch nochmal nachsehen. Natürlich geht's weiter Trainer. Du willst den Wald schon verlassen? Achso, ich glaube, also wenn ich jetzt hier unten rausgehe, verlasse ich den Wald. Dann möchte ich eigentlich lieber erstmal nach oben ein bisschen was nachschauen. Hallöchen, Wörth, weil jetzt bin ich aber schon wieder zwei Parts, glaube ich. Fast zwei Parts. Nur wieder in diesem ekligen Wald, ey. Mann, Mann, Mann. Ich möchte ja mal so langsam hier raus. So. Weevil kommt zurück. Und los, Da Vinci. Immer noch, meiner Meinung nach, der beste Spitzname. So. Würde ich sagen, gehen wir auf Windstoß. Go! Auf Wiedersehen, Wörth war. Und Weevil Level 7. Natürlich nicht Level 8. Weevil frisst echt viele EP. Muss man echt mal einfach so sagen. Aber ist egal. Vielleicht entwickelt es sich auf Level 8. Man weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass es sich bald mal entwickelt. Weil ich bin sehr gespannt, mal zu sehen, wie die Entwicklungen in diesem Spiel aussehen. Das ist mit Sicherheit cool. So, aber erstmal kommt Weevil wieder zurück. Und Da Vinci betritt wieder das Spielfeld. Die Mucke ist so geil, ohne Witz. Muss man wirklich sagen. Meiner Meinung nach das Beste an diesem Spiel. Wirklich. So, Gast. Zack. Reicht natürlich nicht zum Bannet, das wissen wir ja schon. Ich hätte vielleicht auch lieber auf den Tackle Quatsch. Quatsch ist eigentlich ist ja normaler Schaden. Ich habe nichts gesagt, Freunde. Bewerf mich bitte nicht mit Stein. So, und auf Wiedersehen. Paul B. Bam. Gut, so. Weevil ist jetzt auch auf Level 8. Das ist sehr gut. Und du hast noch ein Wörth, weil ich werde jetzt aber mal nicht rausswitchen. Wir müssen das Ganze ja mal so langsam wieder ein bisschen in Gang kriegen, nicht wahr? So. Wiedersehen, Wörth war. Birds. Sehr gut. Und das war's. Sie heißt einfach Eden. Entwickelt sich das Ding jetzt weiter? Nein. Ach, was ist hier los? So, da unten verlassen wir dann wahrscheinlich den Wald, okay. Dann möchte ich aber vorne mal oben ein bisschen was nachschauen. Da ist noch ein Item, okay. Okay, das schauen wir uns natürlich an. Hörnchen Sättig. Du bist für uns nicht weiter von Interesse. So, schauen wir mal. Ein Superball, ja, das ist auch was Schönes. Kann ich irgendwie reingehen? Das sieht so aus, okay, gut, da ist nichts. Da ist nichts weiter Interessantes, ich habe nichts gesagt. Habe ich eigentlich noch einen Schutz? Habe ich gerade gar nicht nachgeschaut. Ich hoffe es jedenfalls. Ich glaube, ich werde mal Weevil von der Spitze des Teams entfernen. Es geht mir doch ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Ich setze einfach Erwünsch nach vorne, dann kommen wir schneller durch. Aber ich glaube, wir haben das eh schon so gut wie geschafft. Oder Avenge oder Avenge? Ich glaube, Avenge heißt es. Naja. Ah, es ist so nervig. Aber das Ding kill ich eben, nämlich auf Level 10. Und damit wäre Da Vinci dann unser stärkstes Pokémon. Bam, auf Wiedersehen, Wörter. So, Da Vinci, du bist jetzt auf Level 10, das ist gut. Okay. Oh ja, wir sind gleich wirklich schon draußen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich hier runterspringe. Deswegen mache ich jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe, hier nochmal durchzulaufen. Gut, und wir sind in Longspur City. Schick. Ach, guck mal, da ist April. Ja, toll. Hey, Tim. Ich habe eine ganze Menge trainiert und eine Menge neue Pokémon gefangen. Sie sind so süß.
Oh nein, bitte sag nicht, dass du jetzt gegen mich kämpfst. Bitte sag nicht, dass du jetzt gegen mich kämpfst. Okay, nein, du heilst meine Pokémon sogar. Das ist sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt, wo deine Pokémon geheilt sind, wie wäre es, wenn wir jetzt kämpfen? Ah. Na gut. Du siehst aus wie ein Typ. Holy shit. Natürlich hast du ein Winnie. Alter, Level 9. Go, Da Vinci. Ich bin ja dazu geneigt, einmal rauszuswitchen, aber ich weiß, dass das Ding richtig stark sein kann. Und deswegen gehe ich einfach auf Tackle. So, Da Vinci, bam. Zeig uns deinen Damage. Okay, schade. Hört auf, Growl einzusetzen. Ehrlich, das macht mich so aggressiv. Die machen nichts anderes, außer Growl zu spammen. Bam. Ich hoffe, der nächste Windstoß reicht. Oha, wenn sie jetzt fünfmal trifft, wird das reichen. Hör auf. Es sind dreimal gewesen, danke. Reicht. Ach, wir haben noch die Oranberry. Die habe ich doch wieder fast vergessen. So, Windstoß. Bam. Und es reicht mit einem Crit. Ich glaube, der Crit hat sogar gemeldet. Es würde mich nicht wundern. Und du schickst Bubble rein. Okay, dann sehen wir jetzt mal den Pflanzenstarter in Action. Aber da werde ich Robin natürlich jetzt gegen reinschicken. Go, Robin! Vielleicht kommen wir dann sogar auf Level 10 mit Robin, das wäre cool. Hallöchen, Bubble. Level 12! ETF! Na gut, ich habe auch schon 5 Pokémon im Team. Insofern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. Alter, ich dachte, das wäre wenigstens ein Free-Hit. Jetzt auf keinen Fall mehr nach dem Growl. Die machen nichts anderes als Growl zu spammen. Ey, ist das ne... Das ist so ätzend. Okay. Aber ist egal. So, bam. Bin sehr gespannt, wie die... Oh, Crit. Wie die Weiterentwicklung der Starter aussehen. Da freue ich mich wirklich drauf, das zu sehen. So, und Rollen bekommt 162 EP. Das ist eine ganze Menge. Und lernt Schnabel. Sehr, sehr cool. Leider auch wieder eine physische Attacke. Aber gut. Na gut, das hat nicht so funktioniert wie geplant. Du hast wirklich sehr, sehr gute Partner dabei, Tim. Du hast sehr viel Zeit ins Training investiert. Nein, habe ich nicht. Naja, auf Wiedersehen. Oh, für den Fall, dass du... In case you need something to occupy your time. Ich weiß gar nicht, was Occupy heißt. Ich habe gelesen, dass es sowas wie die Pokémon-Liga gibt. Okay. Ja, Leneka heißt die Region. Jetzt weiß ich es endlich wieder. Leneka. Genau. Ja, jetzt verziehe ich, danke. So, da unten gibt es noch ein Item, das hole ich mir eben. Wer bist du? Na, nehmen wir mal an, du hast 6 Pokémon. Okay, gut, er sagt nur, dass wir dann den Rest in der, PC-Box lagern können. Und wir haben einen Pokéball gefunden, sehr gut. So, ich gehe jetzt eben auch ins Pokémon-Center, quatsch da kurz die Leute an und dann ist der Part schon wieder vorbei, Leute. Okay, ist nur einer. Was hast du denn da für ein Pokémon? Okay. Fugruff. Ah, er erzählt ein bisschen was über die Wesen. Sehr interessant. So, wir nehmen die Pokémon-Freunde und damit würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge Pokémon Ethereal Gates. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Also, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!